So, und eine geht noch, oder? Ja, wenn du mir kurz was erlaubst zu trinken. Nee. Und zu strecken. So. Ja, das ist dann die letzte wirklich. Ja, ja, das passt. Dann haben wir 2 Stunden voll, dann. Ja, hallo und so! Und willkommen zu einer Meinung. Von Let's Play The Forest mit dem Probel! Yeah! Und in der linken Ecke. Der Terminator. Lass mich raus, lass mich raus. Wo bist du? Kommt ihr? Oh Gott, wie viel sind denn das? Ratsch! Ratsch, was willst du? Komm her! Keine Schnitte gegen meine super Axt. Ja, wenn mich da 2 angreifen gleichzeitig, ist das eher schlecht. Oh, da ist die Frau, da ist die Frau. Weg mit der. Weg! Mit der! Genau, spuck mir deine Zähne entgegen, du Arsch! Du bleibst hier! Das ist dein Freund ein anderes Mal. Du kleiner. Oh. Was los? Der hat ein bisschen Damage gemacht. Die alle tot? Ja, okay. Der ist jetzt auch gemeint. Tot. So, ich esse fix noch ein Beinchen und dann. So. Okidoki. So. Haben wir noch einen Hasen? Ist was in der Falle drin, oder was? Ja, ich hab einen Hasen. Cool. Jetzt haben wir 2. Ja, irgendwann müssten sie dich die Dinger doch eigentlich vermehren dann. Ja, da müssen ja wahrscheinlich wenigstens 2 im Dings drin sein, oder? Ja. Damit es geht. Ist ein Argument. Wenn ich im Bio richtig aufgepasst habe, müssen da glaube ich 2 drin sein. Egal welches Geschlecht. Okay. Ja, einfach nur 2 Hasen, dann kommen da Babys raus. Ach. So, wir können die Falle ja trotzdem weiter stehen lassen. Ja, sicher. So, guten Tag. Guten Tag. Ganz schön makaber eigentlich, so wie, dass wir hier nur Beine fressen den ganzen Tag. Ja, aber was soll man sonst machen? Vom Bären kriegst du tierischen Dünnfell. Ja, auf Dauer sicher, ja. So, ich werde mich da jetzt mal kurz ausrasten und niedersetzen. So, dann packen wir das Licht mal weg. Und dann Energie aufzuladen. Oh, hier läuft wieder einer. Ah. Guten Tag. Okay. Gut, die Kannibalen können halt echt nix. Okay. Ne. So. So, kurz durchschnaufen. Einmal Medizin vernaschen und ein kleines Beinchen reinpfeifen. Ja. Dum, 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 dum. Ach, guck mal, ein Vogel. Weg mit dir. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Weiß ich, ob jetzt mir nur so vorkommt, aber ich glaube, der Baum war jetzt schneller kaputt zu hacken. Ja? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es kam mir nur so vor. Ich bin auf Ihre geschätzte Meinung gespannt, Herr Doktor. Ja, ja, kann ich. Von und zu, Ethyl. Ich werde es analysieren. Ja, ich meine, das ist definitiv schneller hier mit der Axt. Ja. Ja? Meine schon. Ich meine schon. So. Wo ist der andere Schlitten? Ich hab keine Ahnung. Den doch eben noch geacht, da oben ist er. Da lacht mich schon wieder so ein Gollum von der Seite. Komm her, du! Cool. Jetzt habe ich nur 3-mal draufgehauen und das Ding war tot. Ja, eben. Ich meine, dass es wirklich schneller geht. Du kannst dann größere Stücke raushauen pro Schlag quasi. Nee, ich hab grad nicht den Baum, sondern der Gollum. Achso, toll. Ja, es wird schon den Sinn haben, die Axt. Also vor allem, sie sieht auf alle Fälle besser aus als die andere. Ja, das definitiv. Da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Doch! Ich finde, die sieht 2-mal besser aus als deine. 2-mal mehr als du. Nee, ich hab schon 2-mal mehr gesagt. So. Kommt her, meine Baumstämmchen.
Und die Bäume. Gewitter. Was war denn das? Und die Bäume, die unten keine Äste haben, die relativ langen kahlen Stahl haben, die geben um einen Lock mehr als die anderen. Ja. So, hier sind zwei volle Schlitten. Sehr brav. Mountfeld Timber. Hoffentlich auf dich. Hey! Direkt, du Hund. Bitte bist du immer so gemein zu mir. Ja, ich will was zu essen haben. Was Richtiges, was Frisches. Nee. Iss deine Beine und gib Ruhe. Schön. 13. Und. Ach, du machst das Baumhaus da gerade. Okay. Ich bin schon fertig damit. 14. Wow. Wir haben hier eine Safety-Plattform. Ich würde mir halt wünschen, dass dann mit dem nächsten Patch die Bäume alle wieder resettet werden. Das wäre schön, ja. Blaue Beeren. Kann man nicht vorbeigehen. Das Haus ist auch bald fertig. Ja? Nur 57. Ja. Und 7 stehen schon alleine hier drüben noch. Na, nur mal kurz ausruhen hier. Vielleicht sollten wir dann ein bisschen einen weiteren Radius mal machen zum Holzfällen. Ja, ein bisschen weiter nach links ausweichen vielleicht. Ja, bis eher genau da hoch, weil hier ist schon so ausgedünnt, das Zeug, das... Ja, ein bisschen ausgedünnt ist ja gut, dann siehst du wenigstens was, wenn du da im Wald bist. Ja, nur sollte halt dann doch noch ein bisschen was vom Wald über sein und dann irgendwann mal... Ja, klar. Ich weiß eben nicht, ob dann mit dem neuen Patch, also mit dem, der in 8 Tagen, glaube ich, oder so kommt, der Wald auch resettet wird. Das bin ich ja gespannt. Ich würde es mir wünschen. Wäre schön, ja. Das wäre episch geil. So, dann düse ich mal... Oh, der Regenbogen! Oh. Ach ja, Alter. Volle geile Regenbogen. Dann düse ich mal nach links ein bisschen. Ja, ich habe hier auch alles verbaut und kommt auch 49 Loks noch. Ja, siehst du, geht Rocky Zocki. Rocky Zocki. Okay. Wir hätten vielleicht, was bei uns ein leichter Fehler war von der ersten Base, ist, dass sie vom Wald so weit weg ist. Ja. Und dafür kann man wenigstens das ganze Feld halt zum Einsehen. Das schon. Es ist, hat Vor- und Nachteile. Das stimmt allerdings. Also ich finde, mir gefällt es da eigentlich so. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Nee, es ist ganz cool. Aber wie gesagt, wir können... Ja. Wenn man dann wirklich schafft, so einen Weg zum Wald rüber zu bauen, das wäre natürlich richtig geil. Das schaffen wir sicher. Es dauert halt und das kostet Loks. Viele Loks. Ja, wir können mal das Haus fertig machen und dann mal dann den Weg dahin planen. Ja. Was wir dafür denn alles brauchen. Oh, da ist ein... Da ist wieder ein Gollum. Hau ab, keiner mag dich. Oh, okay. Schlag ihn! Ja, mach ich doch schon. Ich höre das Fleisch bis hier rüber. Wieso habe ich eigentlich die beschissene Axt ausgerüstet? Und ja, es geht schneller mit der größeren Axt. Ah, bitte. Zwei? Baumfeld! Oh, warum bist du nicht stehen geblieben? Ja, genau. Ich hab extra deine Richtung gehabt. Ich hab's gesehen. Ich finde nämlich jetzt den Lock weg. Ach, Mann. Haha. Oh nein. Ich bin dann wieder voll. Bremsen. Lizard töten. Aufheben. Weiterfahren. Ja, wenn hier schon Lurch rumläuft, dann muss man das ausnutzen. Ja. Meuchel den Lurch. Hab ich. Da würde mich mal echt interessieren, ob man denn auf die Berge irgendwie hochkommt, diese Schneeberge da. Wie gesagt, Körper, wir haben
so viel noch vor in dem Game. Von den Höhlen angefangen, über die Berge, über... Ach. Ja. Ich glaube, Rüstung wäre halt mal so der nächste schöne Schritt auch. Ja, nur da brauchst du halt dann die Lissas dafür, also die Lurche dafür. Ich meine, ich habe jetzt bei der Erkundungstour eigentlich zu wenig darauf geachtet, aber ich gesehen habe ich jetzt nicht viel. Nur die sind auch grottig zum Erkennen, wenn du nicht danach suchst. Ja. Aber ja. 37 Minuten. Ja, noch 35. Okay. Also noch 5 Fuhren, dann haben wir's. Dann haben wir's. Also zweimal jeder noch und dann nochmal einer. Ja, ja. Also quasi wir noch 3 Fuhren und dann haben wir genug Holz. Sehr schön, sehr schön. Ja, das haben wir ja, das ist ja gleich erledigt eigentlich. Ja, eigentlich. Und jetzt erstmal wieder dunkel vorher. Aus dem Weg! Nee! Arschloch! Wenn du keinen Platz machst. Okay, also hier ist schon. Yeah! Na, wirst du da drauf hauen? Perfekt. Tree sap collected. So, dann werden wir hier so ein bisschen. Wie die zeitweise rumfliegen, die Baumstämme. Das ist so geil. So, noch der eine da. Yeah. Du! Enti! Bist du das Wahnsinn? Was? Oh, bin da fast reingelaufen. Bei dir ist, glaube ich, ein Kannibale oben oder ein Eingeborener. Ja, hab ich gesehen. Das ist jetzt dein Problem, ich hau ab. Nein. Bist du schon wieder voll? Ja, klar. Echt? Ja, ich hab halt nicht so eine Pudding in der Arme wie du. Die Falle hat wieder ausgelöst. Ist da wieder ein Hase drin, ne? Oh, da kommen ein paar Leute zu Besuch. Ja? Ja. Ach nee, nicht jetzt. Jetzt ist gerade so schön gelaufen. Na, bis jetzt sind es nur 2. Ja, und sie laufen noch ganz gemütlich. Alles in Ordnung. Okay, okay. Okay, immer dichter. 3 sind es übrigens hier draußen. Ah, nicht schön. So, erstmal wieder ausruhen. Und einer hat sich mindestens von denen schon enttarnt. Weil er knurrt dich durch die Wand an. Okay, oh, die Wand sieht auch nicht mehr ganz gut aus. Mittlerweile müsstest du ja genug Seps haben, um auch in den Herz zu richten. Ja, ein bisschen kann ich reparieren. So, jetzt bin ich wieder out of Dingsterbums. Wow. Er hat mich angefasst. Och, echt? Ja. Au. Ja. Mich fasst der zweite an. Geh weg! Lass mich rein! Oh, der ist drinne. Ja, dann schlag ihn. Ich hab Baumstämme in der Hand. Oh, ich hau grad. Oh, fuck. Ne, nicht unser. Ja, das ist das Problem, der stand halt genau neben der. Da müssen wir den Speer benutzen für sowas hier. Ja, das ist wesentlich besser hier. Okay, er ist tot. Ja, ja, jetzt. Ja, noch ein paar Mal pixen. Kannst du das so. Ding looten von ihm? Das was looten? Da liegt wieder so ein. Das ist wieder nur clientlastig wahrscheinlich. Ja, also ich sehe nichts. Nimm ihn aber mal mit. So. Okay. Für die spätere Verarbeitung.
Später, David. So, Schlitten wieder leer. Okay. Irgendeiner knurrt doch hier draußen noch rum. Mhm. Komm her, du! Ferkel! Genau, spuck deine Zähne aus! Wir müssen die Tür auch wieder reparieren. Sieht nicht gut aus. War da was drin in der Falle? Nee. Leider nicht. Ach, vielleicht haben sich die Hasen schon vermehrt. Müssen wir gleich mal gucken. Jetzt fahren wir noch eine Ladung, hätte ich gesagt. Das müsste sich noch ausgehen in der Helligkeit. Ja. Wir brauchen jetzt noch 21, ja, noch drei Fuhren. Drei Fuhren, ja. Nee, oder? Ja, doch, doch. Doch. Genau drei. Ja. Ich hier schon mal ein paar Bäume um. Ja, schrei doch andere Leute. Alter! Was will denn der? So. Okay, zwei Bäume. Also ich hab den Bug, ich kann mit meinem Speer keinen Lizard töten. So, drei Bäume. Jetzt noch einen vierten. So viel Holzfällen, ey. Ja. Dann fahr ich schon mal abliefern. Mhm. Weil einer muss so... Wo steht jetzt der... Wie sieht's jetzt aus? Machen wir hier ein bisschen Überlänge, bis wir das Haus fertig haben, oder? Ich würde sagen, das Haus machen wir jetzt noch fertig. Und dann oder soll man noch eine Aufnahme starten? Ja, machen wir das Haus noch fertig und dann. Ja, was in dieser Folge und in der nächsten Folge? Ja, ja. Okay. Wie weit sind wir denn drin? Wir sind jetzt genau, wir sind ziemlich genau, wir haben noch, glaube ich, 2 Minuten bis auf. Ja, so, das schaffen wir wohl noch, das Haus so fertig zu machen in der Zeit. 2 Minuten, okay. Optimist. Ja. Durch und durch. Und tschüss. Aua! Was los? Ah, oh, der haut mich. Ja, dann lass mein Schlitten hat sich gedreht. Dann lass den Wagen aus, den Schlitten aus und wehr dich. Ja, der hat mich gerade gehauen, während ich gefahren bin. Und ich bin tot. Was? Nee. Beleb mich wieder, Alter. Ja, komm gleich. Der hackt immer weiter auf mich ein. Ich bin tot. Ganz tot? Die ganze Ausrüstung ist weg. Ja, mal gucken, ob die noch da ist denn. Oder was davon noch da ist. Ja, es wird scheiße, wenn alles weg ist wie vorhin. Och, Kacke. Ja, das wäre... Ja gut, okay, kann passieren. Ja, es wird uns sowieso was, passieren. Also. Der hat halt immer weiter und der steht immer noch da, der Spacko. Na warte, ich... Komm schon. Okay, ich glaube, ich habe die Sachen wieder. Ne, die Axt ist weg. Und der Speer auch. Super, 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 super. Ja, die Axt wow. Ist eher scheiße. Wow. Was? Bombe ist weg. Und. Oh. Also du kriegst halt echt nie alle Sachen wieder, wenn du stirbst. Nee, wenn das du komplett stirbst. Das der hat dich getötet. Der Spacko, der hat dich getötet. Der, du ja, hast genau Spacko getötet. Hau ihn um, verrecke. Sag Entschuldigung, sag Entschuldigung. Sag, ich glaube, es ist zu spät zum Entschuldigen. Okay, macht nix. Oh Mann, ey. Wollen wir neu starten? Nee. Nee. Ah, du wirst noch so viel Zeug bekommen. Und ich bin mir sicher, ich bin der Nächste, der was verreckt, bin ich. Auf jeden Fall. Was mir bei dir schon aufgefallen ist, wie ich unsere Aufnahme mal durchgeguckt habe, du lässt deinen Energiebalken immer relativ leer werden. Ja. Du musst viel öfter Medizin schlucken.
Ja. Ja. Dann passiert das immer, dann hast du zwar mehr Medizinmangel. Boah. Aber du hältst mehr Schläge aus, weil teilweise hat es ja bei dir genügt, wenn ich... Ja, wenn ich kämpfe, Ding bin ich meistens auch wieder voll. Nur kriege ich oft zu viele Schläge ab, meistens laggen die bei mir ein bisschen rum. Und... Ja. Hier sind ganz viele Lurche. So, noch 7 Baumstämme, Eti. Ja, ich komm gleich. Ich bin mit meinem Wagen ist voll und ich bin gleich auf dem Weg. Sehr schön. Nur wenn hier 2 Lizards rumlaufen, dann kann ich nicht widerstehen. Ja, ja, doch, okay. Verstehe ich. Schon alleine der Rüstung wegen. 3 Lizards. Ach Gott, hier ist Lizard Heaven. Verrecke! 4 Lizards. Oh, scheiß Steine. Fünf Lizards. Alter. So, jetzt genügt's, aber es wird finster, es wird Nacht. Ich muss nach Hause kommen, sonst verrecke ich auch noch. Ach, jetzt kann ich den einen Baumstamm nicht mitnehmen. Oh. Scheiße. Bin ich, sag mal, auch ein Schwarzer? Ich glaube, ja. Okay. War es anfangs ein Inder, aber dann, wo wir nochmal neu gestartet haben, war es dann ein Schwaller. Okay. So. Ich weiß ja gar nicht, ob du jetzt noch ein Schwarzer bist. Ich glaube, wenn... Achso, nee, ich glaube, mit dem neuen Einloggen oder mit dem neuen Joinen kann sein, dass sich das ändert. Mhm. So, ich habe auch nochmal ein paar rangekarrt. So, Endspurt. Absolut. Schön Feuer machen, dann sehen wir auch was. So. Genau. Der Wolski. Alter, wir sind fast durch. Wow. Und? Erweise mir die Ehre, Eti. Ich platziere den letzten. Yeah. Wir haben ein Haus. Dam, 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 dam. Hey, und wir sprinten vorbei rein in die Bude. Komm rein, das ist herrlich. Oh, nice. Okay, dann werde ich das gleich mal versuchen, um zu safen. Und jetzt zeige ich dir kurz mal, was... Wo haben wir eigentlich die Zeitschriften hier? Ich habe keine Ahnung. Kissen. Wo könnt ihr hier eh drin? Achso, zum Reparieren. Hier ist schon irgendwas kaputt gegangen. Ja, ich glaube, das war ich. Ach du. Warte mal. Bevor wir jetzt die Aufnahme ganz beenden, im Buch drinnen, da brauchen wir nämlich noch, wie heißt das Ding? So. Komm schon. Und? Das war's, oder? So. Ne, das war's nicht. Hm? Wo war denn das? Das sind die Fallen. Nee. Oh Gott, na endlich. War das? Schön. Echt? Ist das schön? Plattform? Endlich. Wenn man jetzt nur auch was sehen würde hier draußen. So. Drehen wir ein bisschen. Ja, die Tür spackt hier ein bisschen rum mit der Plattform. Ja gut, das ist aber das nicht ist ja Problem. Vernachlässigbar. Schau mal, stimmt die Höhe? Ja, kommt hin. Ja, passt. Weil von dieser Plattform auf können wir dann die Brücke, also die Hängebrücke okay. Starten. Okay, hört sich gut an. Mich wundert nur, dass unsere Dinge hier noch immer funktionieren. Unsere was? Ja, die Lockholder stehen da mittendrin dann. Eigentlich. Ja, ich glaube, die müssen wir vorher weghauen, ne?
Ach, okay, du hast eh alles leer gemacht. Ja, und so eine Plattform brauchen wir dann auch noch, glaube ich, mitten am Feld. Und dann die Brücke damit verbinden, die mördermäßig viel Blocks kostet auch. Ja, ist doch schön. Können wir noch mehr Holz fällen. So, ich setze mich jetzt hin. Oh yeah. Den Abend genießen. Purple hockt sich neben mich und singt mir eins mit seinem Feuerzeug. Alle meine Enten Gott. Schwimmen auf dem See. Gnade, Gnade. Auf dem See. Ha! Nein! Ah, Mist. Girl is on fire! Hier riecht es auf einmal so nach Marihuana. Chicken Wings. Ich speichere jetzt nochmal. Ja, so tue ich's. Weil hier rennen schon wieder die Leute rum. Cool. Ja. Haben sich schon die Hasen vermehrt? Nee. Nee, sind noch zwei. Aber dann hätte ich gesagt. Das ist auch wirklich nur ein Lager oder so für die Hasen. Ist auch möglich. Das ist so ein. Dass du halt essen hast, was nicht verrottet quasi. Was erwische ich denn da, wenn ich da hau? Ich glaube nämlich nicht, dass ich da die Lockholder. Sonst lassen wir die einfach stehen. Wer weiß. Sonst lassen wir die einfach stehen und schauen, was passiert. Fertig. Ja, oh, hier ist schon wieder einer drin. Hallo. Wo? Ah. Hinter dir. Wie kommt der? Irgendwie kommen die manchmal dunner irgendwo durch hier. Ja, weil die Tür nicht ganz schließt, weil die nach außen hängt ein bisschen. Wow! Der ist gerade durch die Tür gesprungen, die blöde Assel. Ah, oh, was ist denn das? Noch einer, oder was? Ja, die kann ich manchmal hauen, obwohl. Ach, egal. Oh, wieder ein bisschen reparieren hier. Ich habe hier irgendwie gerade tierisches Flimmern mit dem Feuerzeug. Ja, das kenne ich. So. Ach Gott, jetzt muss das sind jetzt noch sein, oder was? Ja, natürlich. Wann denn sonst? Wand wieder reparieren, Tür reparieren. Tür ist eigentlich das Wichtigste. Ja, da ist ja schon wieder einer draußen. Ja, da haut einer gegen die Wand draußen. Ja, aber ja, da okay. Kacken wir drauf und beenden hier und Schluss jo. Aus, basta, fertig. Gut, oh, dann ja. Werden wir hier im Haus nochmal speichern, weil wir können es ja. Ja. Dann habt ihr ein bisschen Überlänge bekommen. Ach, die Aussicht hier mit dem Fenster ist echt geil. Die ist richtig gut hier. Ja. Hinten fehlt ein Fenster, das man über die Klippe runter sieht. Oh ja. Gibt schlimmere. Ach, aber ist schon schön. Ja. Schon sehr nice. Können wir hier rausspringen? Ja! Kannst auch durchs Fenster rausspringen. Na gut, so Leute. Dann hätte ich gesagt, das war mir eine Ehre. Mit dir, Purple. Danke bitte. Für die geile Aufnahmesession. Yeah. Werden wir unbedingt bald mal wiederholen. Und hoffentlich nicht. Oh, hey! Ja, danke ja. Fürs Reinschauen. Und gut, dann tschüssi, Daumen nicht vergessen. Daumen, die sollten wir auch hin und wieder mal erwähnen. Daumen geben, ja. Ja. Ich habe schon ein paar auf die Liste geschrieben, die keinen Daumen hochgegeben haben. Ah! Oh. Dann werde ich demnächst mal vorbeifahren und mir die abschneiden. Ja. Oh, Schwein. Ja. Okay, dann. Ich wünsche euch was. Tschüss!